morgen YouTube. So, Tag 2 der Peak Week hat begonnen. Einiges erledigt, Check-in-Picks gemacht und schon einige Stunden, sage ich mal, auf Instagram verbracht, weil gestern die Arnold Classics war und habe mir dann natürlich einiges angesehen. Wirklich ein beeindruckender Wettkampf, wirklich top. Meine Morgensupplements, alles schon drinnen, heute kein Cardio mehr gemacht. Heute ist Brust-, Schulter-, Trizeps-Training an. Da nehme ich euch etwas mit. Jetzt gibt's noch mein Joining-Gelenksupplement, das nehme ich auch immer in der Früh. Und in der Peak Week, Gott sei Dank, bleibt gleich 60 Gramm Haferflocken mit 50 Gramm Whey, Zimt und 10 Gramm Mandelmus, also wirklich geil. Jetzt geht's dann den ganzen Tag in die Arbeit. So, Arbeit zu Ende, 7,5 Stunden waren es heute nur, Gott sei Dank nicht mehr. Habe einige Überstunden gehabt, die kann ich jetzt noch abbauen, sodass ich jetzt immer die Tage etwas verkürzen kann in der Peak Week. Was gibt's jetzt? Mein Intra-Workout, leider keine Intra-Carbs mehr. Habe hier jetzt nur mehr 25 Gramm EAAs drin, 5 Gramm Beta-Alanin und 10 Gramm Kreatin-Monohydrat. Als Pre-Workout hatte ich nur mehr einen Pump-Booster. Intra angemischt, jetzt geht's ins Training. Brust, Schultern und Trizeps steht an und ich zeige euch ein paar Einblicke. Sehr. Danke. Für jeden, der mal in Salzburg ist, unbedingt zu empfehlen. Oldschool-Gym, richtig geil. Also wirklich Canvas. Tageskarten sind hier so nicht günstig und die Atmosphäre ist ein Hammer, aber seht selbst. Heute Brust, Schulter und Trizeps, wie gesagt, weil ich eine Schulterverletzung letztes Jahr hatte, muss ich etwas anders trainieren. Also bei mir werdet ihr niemals ein schweres Brusttraining sehen. Ich muss da immer etwas herumtun und fange eigentlich immer mit einer Isolationsübung an, um, sage ich mal, die Brust etwas vorzuermüden, dass ich dann die Druckübungen auch mit weniger Gewicht besser ansteuern kann und eine Muskelkontraktion spüre. In der Peak Week sagt man immer so, man soll schon schwer trainieren natürlich, aber immer so 2-3 Wiederholungen im Tank lassen, damit man eben jetzt nicht einen zu starken Muskelbreakdown hat, weil du baust jetzt ja auf, du bist in einem enormen Kaloriendefizit und wenn sich der Muskel jetzt noch reparieren muss bis zum Wettkampf hin, im Endeffekt sind es wieder Mikroverletzungen und Wassereinlagerungen, deshalb zeigen wir, dass der Muskel benötigt wird. Thank you.
Rückbankübungen, immer noch enorme Schulterprobleme, da höre ich das Knacksen so richtig. Deswegen kann ich es nicht schwer machen, man muss immer auf volle Muskelkontraktion gehen. Aber es funktioniert trotzdem und konnte mich auch so vorbereiten. Ich wollte eine irrsinnig schlaue Erklärung vom Kurzhanteldrücken für die Schultern abgeben. Man muss sich vorstellen, die Langhantel vor die Nase wegzuschieben. Also. Nur um noch ein paar Muskelfasern zu aktivieren. Seitheben ein kleiner Tipp, da muss man nicht zu schwer tun und kann auch schulterschonend arbeiten. Nicht das Gewicht nach oben richtig hieven, sondern wie wenn man es nach außen drücken will. Dann hat man viel mehr Kontraktion auf der äußeren Schulter und braucht weniger Gewicht. Brust ist durch, Schultern sind durch, ich habe nicht zu viel gemacht. Trizeps gibt es jetzt nur noch eine Übung, nicht, dass man zu überstrapazieren, danach noch Bauch. Und ich habe jetzt wieder mein Shirt angezogen, weil das mit dem Runter ist nicht so meins. Also das zeige ich lieber auf der Bühne. Ashwagandha, zwei Kapseln davon, das sind 1 Gramm, und Magnesium, das sind 1,2 Gramm, 200 Gramm Puttenfleisch mit 100 Gramm Gemüse und 50 Gramm Reisbrei. Reisbrei ist mit Zimt und Salz gewürzt, ich liebe es. Der Tag ist beinahe vorbei, jetzt haben wir natürlich gegessen und schon einiges für Frankreich zusammengepackt. Wir fahren diese Tour auf 2 Etappen beim Hinfahren, weil es einfach zu weit ist, Retour dann in einem durch. Jetzt haben wir schon einiges gepackt, was wir hier brauchen. Hier eine Tasche, Koffer, Laptop, was zum Essen und. Aber wir haben es noch nicht ganz geschafft, der Rest passiert morgen. Morgen ist nochmal ein Arbeitstag und dann endlich bis Dienstag frei auf den Wettkampf fokussieren. Es ist wirklich schon inzwischen sehr anstrengend, muss ich euch sagen. Bin jetzt 15,5 Wochen 100% nach Plan gefahren, bin jetzt auch, glaube ich, 8 Wochen immer nur unter 200 Gramm Kohlenhydrate gewesen, also wirklich wenig Energie und jetzt eben schon länger 100 Gramm Kohlenhydrate und am Pausentag bei ca. 80-90 eingestellt, teilweise sogar noch weniger. Also es ist wirklich schon anstrengend inzwischen. Der Schlaf ist auch nicht mehr gerade das Beste. Also in der Nacht, ich schaue immer so, dass wir so um 9:30, 10 ins Bett kommen. Wenn ich dann bis 1 Uhr, 1.30 Uhr, 1.50 Uhr schlafe, durchgehend, geht sowieso nicht. Aufstehen tust du im halben Stundentakt, um aufs Klo zu gehen oder weil du einfach munter wirst. Nachts habe ich dann meistens so 1,5 bis 2 Stunden Handyzeit noch dazu und dann schlaft man wieder mal so 20, 30 Minuten und ja, dann steht man auf. Heute weiß auch, glaube ich,
2.50 Uhr, seitdem ging es nicht mehr. Was gibt es jetzt noch zu sagen? Die Abendroutine habt ihr gestern schon gesehen, oder Abendroutine. Meine Eier, mein Eiklar, was da so gibt mit Zimt, was irrsinnig lecker ist, meine Supplements. Supplement-Routine kommt noch, versprochen. Aber das war jetzt der Tag. Ich hoffe, euch hat es gefallen und auch das mit den Trainingseinblicken, das werde ich hoffentlich demnächst auch das Öfteren machen. Also, bis bald und gute Nacht.